ja jetzt. Ja, ja. Herzlichen Dank. Illustre Runde hier beisammen, freut mich. Ich beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren mit dem Thema Geld und Geldreform. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorschläge und häufig ist es so, dass die Vertreter des einen Vorschlags auf die Vertreter des anderen Vorschlags einschlagen und da gibt es manchmal wilde Wortgefechte. Hoffentlich wird es heute auch ein bisschen bunt und munter. Ich weiß es nicht, aber ich denke, ein bisschen Potenzial ist schon auch vorhanden. Ich will mal schnell am Anfang das Podium hier vorstellen. Lassen Sie mich mit der Lady beginnen, Margaret Kennedy, von Haus aus eigentlich Architektin, hat sich aber dann irgendwann mit der Architektur des Geldsystems beschäftigt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe in Berlin einmal 4 Jahre lang im Rahmen der Internationalen Bauausstellung den Forschungsbereich Ökologie und Energie geleitet und damals hatten wir sehr viel Geld. Das war also diese IBA, die 1987 stattgefunden hat und wo immer ich hinkam und unsere wunderschönen Modelle vorstellte, sagten die Leute alle, das finden wir ja ganz toll, das würden wir auch gerne machen, aber das rechnet sich nicht. Und es war mir völlig klar, dass wenn Ökologie beschränkt sein würde auf IBAs und Expos und Ausstellungen hier und da mal, das würde eigentlich unsere Probleme nicht lösen. Also wusste ich, das muss ich noch besser verstehen und eventuell gucken, wie man das lösen kann. Und eines Tages hörte ich einen Vortrag von auch einem Architekten, der nennt sich Helmut Kreuz, der lebt heute noch und hat, da ist mir klar geworden, dass durch das unterschiedliche Wachstum im lebendigen Bereich, was immer ab einer optimalen Größe aufhört, und im exponentiellen Wachstum des Geldes mit Zins und Zinseszins tatsächlich Ökologie sich nie in dem Umfang wird umsetzen lassen oder wird sich rechnen, wie das notwendig wäre. Weil das exponentielle Wachstum des Geldes kann die Natur, können soziale Projekte, kulturelle Projekte und so weiter nicht, damit können sie nicht konkurrieren. Und das war der Anfang und da bin ich jetzt 30 Jahre dabei. Und als letztes habe ich mich mit der Occupy-Bewegung eingelassen und habe ein Buch geschrieben für die Occupy-Leute, was ganz einfach ist zum Verstehen, worum es mir eigentlich geht, nämlich ein Geld zu schaffen, was andere anders hebelt als das heutige Geld. Also Ihr Anlass, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, war also die Ökologie. Genau. Ähnlich vielleicht bei Ihnen, Christian Felber, Sie haben ein eigenes Mikrofon. Das können Sie dann nehmen, Sie müssen also nicht immer austauschen. Sie werden hier als Gemeinwohlökonom angekündigt. Also da gehört ja Ökologie vielleicht auch dazu, aber Sie kümmern sich ein bisschen mehr auch um das gemeine Wohl offenbar insgesamt. Und Sie sind Gründer der Demokratischen Bank in Österreich, wie ich gelesen habe, oder Initiator. Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Also die Demokratische Bank gibt es noch nicht in Österreich. Die ist derzeit ein Projekt, das von ungefähr 100 aktiven Personen in Österreich aufgebaut wird und wir hoffen, dass wir sie dann in einem Jahr tatsächlich gründen können, sprich, dass sie den Publikumsverkehr aufnimmt und diese Bank wird dem Gemeinwohl dienen, also man kann sie auch Gemeinwohlbank bezeichnen und sie ist ein Strukturelement der Gemeinwohlökonomie. Und ganz kurz, was unterscheidet sie von einer herkömmlichen Bank? In wenigen Worten. 5 Erkennungsmerkmale. Erstens, sie maximiert laut Genossenschaftssatzung das Gemeinwohl. Sie beteiligt sich nicht am spekulativen Finanzcasino, sie macht das konservative Kerngeschäft, sie schüttet keine Gewinne an die Eigentümerinnen aus, also nicht einmal eine Genossenschaftsdividende, sie lädt uns ein, aus dem Zinssystem auszusteigen, sie vergibt die Kredite nicht nur nach monetären Kriterien, sondern auch nach Gemeinwohlkriterien, nach ökologischen und sozialen Kriterien, das könnte dann bei Basel IV erneut kommen. Und sie sucht immer demokratischere, transparentere und wertschätzendere Formen der Organisation und der Kommunikation. Sie lädt uns ein, aus dem Zinssystem auszusteigen, haben Sie gesagt. Was genau ist das? Gibt es jetzt Zinsen bei Ihnen oder nicht? Oder muss ich zahlen, wenn ich einen Kredit aufnehme? Das können Sie frei entscheiden. So wie bei den bisherigen Alternativbanken, bei der GLS Bank zum Beispiel in Deutschland oder bei der Alternativen Bank Schweiz. Die bieten das heute schon zur freien Wahl den Sparkunden und Sparkundinnen an. Und wenn man auf die Zinsen, auf die Sparzinsen verzichtet, dann verbilligt sich dadurch die Kreditkosten für ganz besonders bevorzugte ökologisch und sozial wertvolle Projekte.
Systemisch ist das aber nur der Einstieg in ein größeres Zusammenhangsdenken. Im größeren Zusammenhang ist es eine mathematische Banalität, dass die Summe des vorhandenen finanziellen Kapitals nicht ewig verzinst werden kann. Das geht volkswirtschaftlich nicht. Und es gibt dann weitere Gründe, wie insbesondere den Verteilungsgrund. Da wissen wir von dem, jetzt weiß ich, dass auch der Herr Kreuz ein Architekt ist, das ist ja spannend, dass derzeit in Deutschland der Zins ein Umverteilungssystem von ungefähr 85% der Bevölkerung, die zwar Sparzinsen bekommen, aber ein Vielfaches dessen, was sie an Sparzinsen bekommen, über den täglichen Einkauf, Güter und Dienstleistungen an Kreditzinsen indirekt bezahlen. Und bei 10 und maximal 20% der Bevölkerung ist es umgekehrt. Und das sagen uns die Banken am Weltspartag nicht dazu, weil sie zeigen uns bildhaft gesagt nur die Habenseite von uns, also die Seite, wo wir Sparzinsen bekommen, aber dass wir die gleichen sind, die auf der anderen Bilanzseite die Sparzinsen in Form von indirekten Kreditzinsen auch bezahlen, das verschweigen uns die Banken am Weltspartag, metaphorisch gesprochen. Und deshalb wissen 90% der Bevölkerung, die an dieser Umverteilung verlieren, wissen nicht, dass sie verlieren, weil sie glauben, dass es in der Welt nur Sparzinsen gibt, aber keine Kreditzinsen. Aber die würden auch nicht sparen, wenn sie keinen Zins bekämen. Die würden selbstverständlich sparen, wenn wir das Geld vollkommen anders organisieren, wie ich dann in meinem Vorschlag darlegen werde, weil das Geld müsste daher zu einem öffentlichen Gut werden und ein öffentliches Gut müsste dann diejenigen Regeln befolgen, die der demokratische Souverän in einer demokratischen Geldverfassung für dieses öffentliche Gut vorschreibt. Und dadurch, dass 90% der Bevölkerung erkennen werden, dass sie am Zinssystem verlieren, werden sie sich dann mit Verfassungsmehrheit dafür aussprechen, dass wir aus dem Zinssystem aussteigen werden, nämlich durch demokratischen Mehrheitsbeschluss. Ganz außen Nico Pesch, er ist als Postwachstumsökonom der Uni Oldenburg hier angekündigt worden. Postwachstum heißt für mich, also Sie beschäftigen sich mit der Wirtschaft nach der Wachstumsphase oder der Wachstumseuphorik, oder Sie sagen, es geht auch ohne Wachstum wahrscheinlich. Der Zins, sind wir ja wohl hier auch schon im Thema drin, ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass die Wirtschaft wachsen muss, sage ich mal. Sie sagen, es geht ohne. Warum? Vor allem sage ich, dass es ohne Wachstum gehen muss, weil moderne Volkswirtschaften, wie wir sie in Europa vorfinden, sich im Prinzip auf einen Kollaps zu bewegen. Und das hat sicherlich auch seine Ursachen im bestehenden Geld- und Zinssystem. Mir geht es aber in einer Postwachstumsökonomie nicht vorrangig darum, jetzt einfach den Zins abzuschaffen, sondern mir geht es darum, Versorgungssysteme zu kreieren, die nötigenfalls sogar ganz ohne Geld auskommen. Deswegen bin ich hier in dieser Runde vielleicht so ein bisschen der Außenseiter. Also ich möchte nochmal deutlich machen, dass mir der Vorschlag von Herrn Huber, Vollgeld, Monetative, aus der Seele spricht und ich mich zu den Befürwortern zähle. Das heißt, wir brauchen unbedingt tiefgreifende Geldreformen, um moderne Volkswirtschaften quasi von Wachstumstreibern, Zwängen, Imperativen, wie immer man das nennen will, zu befreien. Aber das reicht nicht. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir brauchen vor allem auch noch ein anderes Geld. Das wird die Margaret Kennedy sicherlich noch näher erläutern. Also ein Regionalgeld, das tatsächlich keinen Zins hat, sondern einen Umlaufimpuls hat, der darin besteht, dass das Geld für den Fall, dass jemand meint, es der Wirtschaft entziehen zu können, sogar abgewertet wird. Man nennt es auch rostende Banknoten. Und dieses Geld stelle ich mir vor, nicht unbedingt jetzt schon als Ersatz für den Euro, sondern als Ergänzung, als Flankierung. Man könnte sogar freundlich sagen, als Entlastung des Euro, dem wir heute viel zu viel zumuten. Das haben wir gerade in Griechenland gesehen. Aber dann gibt es noch einen dritten Bereich, neben also der herkömmlichen Ökonomie, von der ich glaube, dass sie extrem schrumpfen muss und dass sie mit einem Vollgeld ausgestattet sein muss, wie wir das in dem hervorragenden Vortrag von Josef Huber gehört haben. Dann einen mittleren Bereich, nämlich eine Regionalökonomie, die zwar noch auf Arbeitsteilung und unternehmerischer Kreativität beruht, aber ein anderes Geld braucht mit einem Umlaufimpuls, ein Regiogeld, das quasi für die Deglobalisierung sorgt, weil es nur innerhalb eines bestimmten geografisch engeren Radius Gültigkeit hat. Und dann gibt es den dritten Bereich, den ich als urbane Subsistenz bezeichne. Keine Angst, es geht da nicht um das Mittelalter oder die Reaktivierung der jüngeren Steinzeit, sondern es geht um die Befreiung der Individuen sozusagen aus der Abhängigkeit von Industrie, Konsum und auch Geld. Also ohne Geld zu wirtschaften, indem man also praktisch Werte schöpft, die basieren auf Kreisläufen, in denen sich Menschen auch wieder handwerklich betätigen, wohlgemerkt als Ergänzung zu, nehmen wir mal an, einem 20-Stunden-Job. Das ist mir besonders wichtig.
Also Zusammenfassung, Geldreform unbedingt, gerade so, wie wir sie hier heute in diesem schönen Nachmittag diskutieren, aber es reicht nicht. Wir müssen wieder zurückkehren auch zu ergänzenden Versorgungsstrukturen, die deindustrialisiert sind und die damit sogar ganz unabhängig vom Geld sind. Helge Peukert, Finanzwissenschaftler an der Uni Erfurt, den haben Sie schon kennengelernt heute durch einen Vortrag am Anfang. Was halten Sie von den Vorschlägen? Es tut mir jetzt fast leid, dass ich das sage, weil Sie ja Kontroversielles gerne hätten. Mal schauen. Sie schaffen das auf jeden Fall. Genau. Also ich finde das, was zum Beispiel der Nico gerade gesagt hat, das ist absolut richtig. Wir befinden uns in einer existenziellen Krise der Weltgesellschaft. Wir müssen den materiellen Durchschuss in der Ökonomie, ob wir das dann als Wachstum definieren oder nicht, oder als Degrowth oder sonst was, völlig egal. Wir müssen das um 2/3 reduzieren. Eins der Lieblingsbeispiele ist ja, dass das auf 2 Tonnen CO2 pro Nase und Jahr für die Weltbevölkerung, wenn es gerecht verteilt wird, hinausläuft. Das bedeutet, dass ich 1/4 dessen, was ich mir im Wagen zurücklege zurzeit, nur machen dürfte und ansonsten überhaupt keine weiteren Ressourcen verbrauchen dürfte oder CO2-Belastung produzieren dürfte. Mit anderen Worten, uns steht eine quasi existenziell, man könnte schon sagen spirituelle Revolution bevor, weil wir ja heute in einem System leben, was systemimmanent auf Expansion angelegt ist. Ja? Und Werner Sombart hat ja den modernen Kapitalismus untersucht. Und da sagte er ja, dass von der geistigen, mentalen Grundausrichtung her wir heute von einem Erwerbsprinzip, einem Gewinn-Erwerbsprinzip dominiert sind. Und früher gab es vielleicht eine Bedarfsdeckungswirtschaft, wo es eben ein normativ ausreichendes Subsistenzniveau gab. Und damit war man dann zufrieden. Also mit anderen Worten, wir rasen vor die Wand und... Ja, das ist der Status quo. Und leider diskutieren wir so viel über das Geld, weil das eben sozusagen unser Mammonkalb ist, das uns beschäftigt und auch beschäftigen muss. Und ist das Geld nicht, Herr Felber, der Wachstumstreiber, also das, was hinter diesem Wachstumssystem steht, das Geldsystem? Indirekt ja. Also aus meiner Sicht ist der Wachstumstreiber der Wirtschaft die Kombination aus unternehmerischer Erfolgsmessung im Finanzgewinn, also in der monetären Einheit, so gesehen ja, in Kombination zum Konkurrenzprinzip. Das ist ein bisschen komplexer, also es ist nicht nur das Geld, sondern es ist eigentlich die Motivierung der Unternehmen zur Erzielung eines größtmöglichen Finanzgewinns durch die Gleichsetzung des unternehmerischen Erfolgs mit dem Finanzgewinn, obwohl der Finanzgewinn eigentlich nur ein Mittel der unternehmerischen Tätigkeit sein sollte, dass man je nach Beitrag zum eigentlichen Zweck des Wirtschaftens einsetzen dürfen sollte oder eben nicht einsetzen dürfen sollte. Das ist jetzt also die kleinstmögliche Definition der Gemeinwohlökonomie, die das Ganze kontextualisiert und für die ich auch eingeladen bin. Ich wollte einen Widerspruch insofern nur anmelden, als ich den Vorschlag zu einer Vollgeldreform gerne unterstütze, aber ich sehe nicht als den Angelpunkt unserer derzeitigen Probleme. Gleichwohl ich Josef Huber folge, dass das Geldsystem der Angelpunkt für das Finanzsystem und das Finanzsystem der Angelpunkt der Wirtschaft ist. Aber ich würde trotzdem insofern Widerspruch anmelden, als ich das Pferd noch grundlegender aufzäumen würde. Und die Überlegung ist dahingehend, dass Geld für die Wirtschaft etwas ganz Zentrales und Fundamentales ist. Also Zustimmung zu Josef Huber, es ist ganz zentral. Und alle Denker und Denkerinnen der Wirtschaft sind sich tendenziell auch darin einig, dass Geld ein dienendes Mittel sein sollte, ein Diener. Und wenn wir fragen, na wem soll es denn dienen, es dient ja jetzt auch bestimmten Interessensgruppen, dann muss das in einer Demokratie immer die höchste Instanz definieren und festlegen, der demokratische Souverän. Und heute ist das Geldsystem so extrem undurchschaubar geworden, dass wir nicht einmal ein gemeinsames Verständnis davon haben, welche Funktionen Geld erfüllt und welche Funktionen es erfüllen sollte. Das heißt, es bräuchte eigentlich, neben einer systematischen Geldwissenschaft, bräuchte es eine demokratische Diskussion über eine neue Geldordnung, die alle Elemente der Geldordnung umfasst und nicht nur die Vollgeldreform. Und das ist genau der Vorschlag, der auch mein wichtigstes Anliegen für heute ist, dass wir einen demokratischen Konvent einsetzen für eine Geldreform, an dessen Ende dann eine erste demokratische Geldordnung steht. Und das hat wieder um den Hintergrund, wenn ich das noch kurz ausführen darf, dass die Gemeinwohlökonomie, die ist zwar auch eine vollständige Beschreibung einer alternativen Wirtschaftsordnung,
Aber inhaltlich fordern wir nichts Bestimmtes, Konkretes, obwohl da alles auf dem Tisch liegt. Und es sind wunderbare Leckerbissen, die hier angeboten werden. Aber die muss das souveräne Volk sich auch holen, indem es in demokratischen Wirtschaftskonventen, die wir ab nächsten Jahr in zahllosen Gemeinden und Kommunen organisieren, selbst darüber nachdenkt, selbst darüber diskutiert und selbst beschließt, auf welcher demokratisch beschlossenen Wirtschaftsordnung die Wirtschaft der Zukunft bestehen soll. Und genau das Gleiche, und damit bin ich fertig, sollte für die Geldordnung passieren. Aber ist das nicht eine Diskussion, die an, sag mal, an 95% der Bevölkerung vorbeigeht? Die haben doch keinen blassen Schimmer davon, was das ist und wie das funktioniert. Also, und sie diskutieren in kleinen Zirkeln dann irgendwelche Reformen, aber das kommt nicht beim Volk an. Umgekehrt, egal welches Thema wir in der Disco, in den Vorträgen, die Bevölkerung bringen, egal ob es die Finanztransaktionssteuer, die Gentechnik, die Patente auf Lebewesen, die systemrelevanten Banken oder der Steuerwettbewerb mit dem Schattenbankensystem in den Steueroasen ist, die Diskussionen ziehen Schwerkraft gleich zum Demokratiethema. Das heißt, die Menschen haben ein vorrangiges Bedürfnis vor allen anderen Bedürfnissen, nämlich, dass wir wieder erstmals eine echte und wirkliche und vertiefte Demokratie bekommen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Wirtschaftskonvente für eine demokratische Wirtschaftsordnung und nicht nur Geldkonvente für eine demokratische Geldverfassung, sondern wir brauchen schlussendlich, brauchen wir eine erste demokratisch verfasste Verfassung für Deutschland und Österreich. Das ist das erste und dringlichste Anliegen, das wir vielleicht zum 100. Geburtstag der Demokratie in Deutschland und Österreich auch schaffen werden. Aber keine Vereinigung zwischen Deutschland und Österreich. Nee. Also, mir ist es jetzt ehrlich gesagt alles ein bisschen zu kompliziert und zu umfassend. Da muss alles reformiert werden. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Aber, Herr Pech, bevor Sie haben sich schon zum Wort gemeldet, drankommen, nochmal die Aufforderung an Sie, meine Damen und Herren, hier mitzudiskutieren. Sie haben bis jetzt ab und zu nach den Vorträgen Fragen stellen können. Ich möchte Sie extra ermuntern, auch jetzt hier in die Diskussion einzugreifen. Ich stelle mir das so vor, wer was zu sagen hat, wer was einwerfen will, kommt dann hier vor an das Saalmikrofon. Wenn ich ihn nicht sehe, kurz einen Tupf auf Schultern, dann weiß ich zumindest, dass er da steht und dann können wir ihn dann irgendwann oder Sie einbauen in die Diskussion. Also aufmuntern, bitte mitmachen, dann wird es besonders lebhaft, aber jetzt Sie, Herr Pech. Ja, Sie haben nach Wachstumstreibern gefragt und im Prinzip darauf abgestellt, dass also nur das Geldsystem ursächlich ist dafür, dass moderne industrielle arbeitsteilige Wirtschaften nicht anders zu stabilisieren sind als dadurch, dass die Wirtschaft real jedes Jahr um mindestens 1,5% wächst. Und ich rede dann natürlich vom Bruttoinlandsprodukt. Ich würde schon sagen, auch was Christian Felber gerade sagte, ist korrekt. Aber man kann das noch etwas genauer sagen. Ich glaube, dass zwei Faktoren entscheidend sind. Es ist wirklich die Art und die Quantität der Geldschöpfung. Damit sind wir beim Vollgeldansatz. Und das hat natürlich auch mit dem Zins zu tun. Beides ist in gewisser Weise der Kapitalbedürftigkeit der modernen Produktion geschuldet. Das heißt, unser Wohlstandsmodell ist ja überhaupt nicht anders darstellbar oder denkbar, als dadurch, dass wir eben industrielle Arbeitsteilung räumlich entgrenzt im globalen Maßstab praktizieren. Und die daran beteiligten Unternehmen als spezialisierte Industriebetriebe brauchen entsprechend viel Kapital, im Gegensatz zu einer Handwerkergesellschaft oder einer Gesellschaft, wo kleinere, eben arbeitsintensivere Unternehmungen das dominante Produktionssystem repräsentieren. Das heißt, die Kapitallosigkeit einer Wirtschaft ist eine Leistung, die wir hinbekommen müssen, um uns von Wachstumszwängen zu befreien. Denn solange wir weiterhin dieses Industriemodell aufrechterhalten, wird Kapital benötigt, dann kann man zwar viel machen in Hinsicht auf Geldreformen und auch im Hinblick auf andere Banken, aber das wird nicht ausreichen. So leicht wird es dann nicht sein, dieses Kapital zu besorgen, ohne dass jene, die dieses Kapital hergeben, ganz gleich, ob im Sinne von Eigen- oder Fremdkapital, irgendwelche Ansprüche auf Verwertung stellen. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Christian Felber ansprach. Dieses System dann zu befrieden, würde außerdem bedeuten, dass wir auch andere Banken brauchen. Da kann ich mich nur auch meinem Vorredner anschließen. Ich war selber fast 8 Jahre Genossenschaftsvertreter der Ökobank und vieles, was die Demokratische Bank jetzt inkorporiert, ist von der Ökobank damals auch versucht worden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann möchte ich noch was anderes sagen. Es ist nicht richtig zu meinen, dass Wachstumstreiber moderner Konsum- und Industriegesellschaften nur im Geldsystem zu verorten sind. Wir haben kulturelle Wachstumstreiber. Das heißt also, in einer metaphysisch obdachlos gewordenen Gesellschaft, wo die Identität und auch die soziale Stellung eines Individuums auf Gedeih und Verderb davon abhängig ist, wie viel man konsumiert, welche Praktiken der Selbstinszenierung man sozusagen in die Außendarstellung hineingeben kann. In so einer Welt würde auch eine Geldreform nichts nützen und auch nicht andere Banken, sondern wir brauchen dann im gewissen Maße auch einen kulturellen Wandel. Denn wenn wir eine Geldreform anstrengen, werden wir erleben, dass auch die Realwirtschaft darauf
reagiert, und zwar nicht unbedingt mit Wachstum. Das wäre ja in meinem Sinne halt, nicht? Das heißt, kulturelle Wachstumstreiber würden bedeuten, dass wir eine Kultur der Genügsamkeit, man spricht von Suffizienz, dass wir die Platz greifen lassen. Und da geht es nicht um Verzicht, da geht es um Befreiung von Überfluss, da geht es vor allem darum, sich gegen Konsumverstopfung zu wehren, da geht es auch darum, psychische Krisen zu vermeiden, weil wir längst in einem Entwicklungsstadium moderner Konsumgesellschaften angelangt sind, wo die Depression zur Zivilisationskrankheit Nummer eins wird. Aber das geht Hand in Hand. Wenn wir hier eine Form der Abrüstung, der Befreiung sozusagen von Wohlstandsballast hinbekommen, dann ist das auch einfacher, sich eine Wirtschaft vorzustellen, die weniger Kapital braucht. Also gibt es weniger Kapitalverwertungszwänge, okay, und andere Geldreformen sind einfach. Okay. Also das, was Sie jetzt hier skizziert, also es ist für mich eine vollkommen andere Welt. Die ist auf einem anderen Planeten. Kann ich noch eine kurze Rückfrage an den Nico? Eine ganz kurze Rückfrage. Okay. Aber Nico, hat nicht die metaphysische Obdachlosigkeit unserer Konsumgesellschaft ganz viel mit der Herrschaft des Finanzkapitalismus und eben des Heranreißens der Definitionshoheit über Metaphysik durch den Finanzkapitalismus zu tun? Also doch wieder mit einem geldgetriebenen Kapitalismus. Also es mag ein Stück weit etwas an dem dran sein, was du gerade sagst, aber ich bin ein aufgeklärtes Individuum. Ich lasse mich schlicht und ergreifend nicht beherrschen von irgendeinem Finanzkapital, sondern gestalte mein Leben so, dass ich aufgrund meines Konsum-, Mobilitäts- und sonstigen Verhaltens möglichst unabhängig davon werde. Das kann mir keiner nehmen und ich glaube auch nicht, mich damit rausreden zu können, dass ich von irgendwem manipuliert bin. Trotzdem bin ich ganz dabei, wenn es um Vorschläge geht, dieses Finanzkapital zu regulieren. Na gut, die Monetative ist ja ein so ein Vorschlag, aber selbstverständlich auch ein anderes Geld und natürlich auch ganz herausragend die Demokratische Bank. Okay, also es ist ungefähr die Hälfte der Wahrheit. Wobei das Bedürfnis, was eigentlich zählt und worum es in der Wirtschaft auch laut Lehrbüchern ist das Ziel des Wirtschaftens die Befriedigung von Bedürfnissen. Ludwig Erhard nennt das Wohl aller und die Bayerische Verfassung sagt ganz explizit, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das heißt, da hätten wir eigentlich das verfassungsmäßige Ziel des Wirtschaftens und es gibt Indikatoren, die das messen können. Also das glaube ich verstanden zu haben und das Geld soll ja nur ein dienendes Werkzeug sein, um diesen realen Bedürfnissen zu dienen. Und wie können wir sozusagen diese Geldordnung an unsere realen Bedürfnisse anpassen, indem wir aus der Finanzdiktatur, die du nennst, eine Gelddemokratie machen. Und in diesen demokratischen Geldkonventen würde deshalb an erster Stelle, und das ist jetzt mein Vorschlag für den heutigen Abend, Geld als öffentliches Gut definiert werden. Und Geld als öffentliches Gut bedeutet, dass die Spielregeln, nach denen Geld in Umlauf gebracht wird und verwendet werden darf, von den unterschiedlichen Akteuren, die müssen demokratisch definiert werden. Das ist sozusagen das Grundgesetz. Und die verschiedenen Vorschläge sind dann die konkreten Elemente dieser Geldordnung. Zum Beispiel die Frage, ob die Geldschöpfung eine private Angelegenheit sein darf oder eine öffentliche werden muss, das könnte dann in diesem demokratischen Konvent geregelt werden. Ich bin ganz überzeugt davon, dass 90% aller Menschen, wenn sie sich ein Jahr lang nur, ich stimme dazu, dass das ausreichen würde, sechs Wochen vielleicht sogar würde ausreichen, für die öffentliche Geldschöpfung wären und nicht für die private Geldschöpfung. Das wäre die zweite Frage, unter welchen Bedingungen dürfen Kredite vergeben und für welche Verwendungen? Ja? Wir haben heute gehört in den Vorträgen die produktive Kreditschöpfung und die unproduktive Kreditschöpfung. Wenn man die Bevölkerung fragen würde, darf der Hedgefonds Longtime Capital Management, der von zwei Nobelpreisträgern gemanagt wurde und dann das Weltfinanzsystem 1998 in den Kollaps gebracht hätte, wenn nicht die amerikanische Notenbank mit einer Reihe von Privaten eingesprungen wäre, darf der mit 5 Milliarden Dollar Eigenkapital von Multimillionären und Milliardären, darf der 25 Milliarden Dollar an Bankkrediten als Hebel aufnehmen oder nicht? Das ist aus meiner Sicht, da stimme ich dem Redner vollkommen zu, sogar 110 Milliarden, also Sie sind eh der Vortragsredner, also sogar 100, danke, dass Sie das noch in die Höhe schrauben, wer bietet mehr? Also mit 5 Milliarden Dollar Eigenkapital haben Sie 110 Milliarden Dollar an Bankenkrediten bekommen und das sind 110 Milliarden Dollar unproduktive Kreditschöpfung und die führt, sie hätte in den Totalzusammenbruch des Weltfinanzsystems und damit der Weltwirtschaft geführt, wenn es nicht eine Mega-Rettungsaktion schon 1998 gegeben hätte. Und ich denke, wenn man die Bevölkerung fragt, sollen solche unproduktive Kredite vergeben werden dürfen, 99% der Bevölkerung sagen nein, nur für reale Investitionen von Unternehmen. Eine dritte Frage wäre die Staatsfinanzierung, das war dann der Vortrag von Josef Huber, sollen wir nicht einen Teil der Staatsfinanzierung über eben unsere eigene Hausbank, und das ist die staatliche Zentralbank, leisten? Na,
na nicht, würden wir in Österreich sagen. Na sicher, das wäre absolut sinnvoll, wenn auch in einem begrenzten Ausmaß, ist ja eh schön auf der Folie gestanden. Und das Letzte, das ist schon der Schlusspunkt, aber das sind so vielleicht Säulen einer demokratischen Geldverfassung, würde ich die Banken ganz generell dazu verpflichten, wieder zu gemeinwohlorientierten Institutionen zu werden, wie es der Ursprungs- und Gründungsgedanke sowohl der Sparkassen war, als auch der privaten Genossenschaftsbanken. Das müssen nicht einmal öffentliche Banken sein. Und als Übergangsphase hätte ich auch noch einen Vorschlag mitgebracht, stellen wir alle heute existierenden Banken vor die Entscheidung, nicht mehr die Übergangsphase beschreiben oder schon noch die Übergangsphase als letztes beschreiben. Herr Moderator, Sie haben die Entscheidungshoheit. Ganz kurz. Als Übergangsphase schlagen wir vor, die Banken, die heute existieren, vor die Wahl zu stellen. Entweder ihr schwenkt ein auf Gemeinwohlorientierung, so wie wir es in einem demokratischen Prozess definieren, dann kommt ihr weiterhin in den Genuss sämtlicher staatlicher Unterstützungsleistungen, in denen heute die systemrelevanten Banken kommen. Oder aber ihr macht weiterhin Spekulation und Gewinnorientierung und dann werdet ihr aber in den freien Markt entlassen. Und das heißt, ihr habt keinen Zugang mehr zur staatlichen Zentralbank. Die Sparanlagen bei euch werden nicht gesichert durch den Staat. Der Staat macht mit euch keinerlei Geschäfte und selbstverständlich rettet ihr euch auch nicht. Und das heißt, ihr müsst so klein bleiben, dass ihr jederzeit in den Konkurs gehen dürft. So. Ich würde ganz gerne den Techniker mal kurz bitten, die zwei Folien zu zeigen, weil die nämlich gerade widerlegen, dieses Vorurteil, dass wenn der Staat Geld ohne Zinsen bekommen kann, dass damit sozusagen Tür und Tor geöffnet sind für alle möglichen und unmöglichen Ausgabenorgien. Also zwischen 1936 und 1973 hat die französische Nationalbank dem Staat zinsfreie Kredite gegeben. Und da hat man leider die Zahlen vor 1979 nicht. Aber 1979 war die Staatsquote, das heißt also die Schulden im Vergleich zum Bruttosozialprodukt in Frankreich 21%. Im 2009 sind sie 78%, heute sind sie über 100%. Und wenn man zum Beispiel dem Staat zinslose Kredite gegeben hatte, dann wären sie heute bei 8,6%. Das ist der Unterschied mit und ohne Zinsen. Das ist etwas, was die Monetative sozusagen erreichen würde, dass das nicht mehr vorkommt. Und können also Sie noch behaupten, die Steigerung ist nur aufgrund dessen zustande gekommen, dass der Zins eingeführt wurde? Nur mit Zinsen zu tun. Das glaube ich aber nicht. Ja, entschuldigen Sie bitte. Aber ich nehme ein extrem breites Interesse in der Bevölkerung wahr, Geldfragen zu diskutieren, demokratisch zu diskutieren. Aber ich muss auch sagen, die Medien nehmen dieses demokratische Bedürfnis nicht wirklich wahr und spiegeln es und bilden es nicht ab. Woran liegt das? Ja, jetzt kommen wir eine Ahnung haben oder weil sie bezahlt werden oder woran? Also Frau Kennedy hat ja etwas gesagt, wie man als Ökonom anerkannt wird, nämlich indem man bestimmte Prämissen akzeptiert. Und es ist jetzt eine etwas prekäre Situation, dass ich einem erfolgreichen Journalisten ein bisschen was über, aber das wissen wir ja alle. Wir wissen ja alle, wie die Medienlogik ist und wie die Mediendemokratie heute leider versagt, weil in den allermeisten Zeitungen Journalisten nur dann in verantwortliche Positionen kommen, wenn sie bestimmte Fragen abwehren. Das habe ich tausendfach erfahren, ich bin hundertfach zensuriert worden. Ich komme trotzdem prominent in den Medien vor, weil es keine systematische Zensur ist. Es ist mal gelingt und dreimal gelingt es dann wiederum nicht. Und das muss ich Ihnen ja nicht sagen, aber es ist gut, dass Sie die Frage hier stellen. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass die Ungleichheit in unseren kapitalistischen Gesellschaften zu groß geworden ist und dass diejenige Elite, die einen zu großen Teil des gesamten Eigentums innehat, diese Machtverhältnisse verteidigt und diese Machtverhältnisse sich im wissenschaftlichen Diskurs niederschlagen, diese Machtverhältnisse sich in der Medienberichterstattung niederschlägt und diese Machtverhältnisse sich in allen gesellschaftlichen Verhältnissen widerspiegeln. Deshalb braucht es aus meiner Sicht auch ein Nachdenken, wie groß die Ungleichheit werden darf. Da kann ich eine demokratische Nachricht überbringen. Im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, der österreichischen bis zur spanischen, und ich habe 50.000 Menschen in öffentlichen Diskussionen befragt, wünscht sich die Öffentlichkeit eine sehr, sehr wohl eine Ungleichheit. Also es ist die
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gegen Gleichheit, gegen vollkommene Gleichheit, aber die gleich große überwältigende Mehrheit ist gegen grenzenlose Ungleichheit. Und auf die Frage, na, wo sollen wir sie denn begrenzen, dann kommt im Durchschnitt von Norddeutschland bis Südspanien der Faktor 10 bei den Einkommen. Also es darf Ungleichheit geben, aber nicht das Zehnfache. Und dann kann niemand mehr Milliarden besitzen, und wenn niemand mehr Milliarden besitzen kann, dann kann niemand mehr drei Fernsehstationen im Privateigentum besitzen, und dann kann niemand mehr, der aufgrund von Medienmacht zum Premierminister wird, die öffentliche Meinung manipulieren, jetzt als pointierte Spitze. Wir brauchen genauso einen Medienkonvent, wie wir einen Geldkonvent und einen Wirtschaftskonvent brauchen. Kann ich den Ball in und da ist ein kleiner Fehler drin. Auch mit der Ungleichheit ist das so eine Sache. Man ist immer gegen Ungleichheit, wenn man nicht selber derjenige ist, der was abzugeben hat. Und deswegen ist natürlich Handeln, auch politisches Handeln und das Bekunden von Meinungen, ist natürlich nicht genau dasselbe. Das heißt also, wir leben immer noch letzten Endes in einer, ich würde eher sagen, kulturellen Hegemonie dergestalt, dass der Traum vom reichen, vom unbeschwerten, bequemen und konsumorientierten Leben das Credo des menschlichen Daseins ist. Und auch der Zins auf Banken, auch die wundersame Geldvermehrung, ist ein Traum, den alle träumen. Nicht nur die Ackermänner dieser Welt, sondern auch viele andere. Und das ist das große Problem dabei. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir schon andere politische Verhältnisse. Auch ein Konvent würde so lange nichts nützen, wie wir nicht vorher, das haben Sie gerade sehr schön angesprochen, auch einen Kulturwandel haben, der dazu führt, dass die Menschen dann auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Das Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen in Konsumgesellschaften, und das ist etwas Paradoxes, steigt komischerweise mit der Konsumausstattung. Weil man natürlich im Sinne einer Vollkaskomentalität und einer Verlustaversion genau das immer auch sichern will für später, was man schon mal erreicht hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass Finanzmärkte davon profitieren. Also dann immer nur einfach zu sagen, das sind die bösen Mächte, die uns beherrschen, so leicht ist es dann nicht. Bevor wir jetzt die nächste Wortmeldung haben, wollten Sie noch was, Herr Pech, zur Wissenschaft sagen? Also da tut sich natürlich, ich hatte ja auch schon darauf hingewiesen, eher wenig. Das hängt damit zusammen, dass teilweise die Forschungsschwerpunkte im Bereich Geld und Finanzwirtschaft und Wissenschaft konzentriert sind an Universitäten, die sich reger Drittmittel erfreuen. Ich denke da zum Beispiel an Frankfurt. Dann werden natürlich Leute gerne als Professoren genommen, die vorher mal praktische Erfahrung hatten. Ja, wo können sie die wohl sammeln? Bei Banken. Und da übernehmen sie dann halt diese Weltsicht. Von den Lehrbüchern ganz zu schweigen. Und wenn wir uns beispielsweise den Likan-Bericht anschauen, da sitzt ein Frankfurter Professor drin, der ein sehr netter Mensch ist, der aber rein zufällig der Sohn von einem Bankier einer nicht unbekannten Bank in Frankfurt ist. Und so zieht sich das dann eben durch. Also mir geht es so als Journalist, wenn ich auch darüber berichte oder schreibe, dann heißt das nur, ja, die nehmen doch keiner ernst. Die paar Hanseln, die darum, die gegen die herrschende Geldordnung auch in der Wissenschaft sich betätigen. Also das ist ja noch das große Problem. Und von wem hören Sie das? Ja, von Vertretern dieser der Banken. Das ist das Demokratieproblem. Bei den Banken ist natürlich der Banken klar. Auch der Wissenschaft. Das ist klar. Also das geht bis in den Sachverständigenrat, fünf Weisen und so weiter. Und ja, das ist aber auch klar. Ja. Stellen Sie sich mal einen Teich vor, nehmen wir mal Berufungskommission. Richtig. Sie haben einen Teich, da sitzen 10 Frösche drin, jetzt kommt ein Tier, was sagt, ich mag Frösche nicht. Stimmt bitte ab, ob ich reinspringen darf. Und darüber können wir jetzt lamentieren, aber was... Nein, das heißt, die Berufungsverfahren an Universitäten generell weisen ein Problem auf, weil ich nämlich praktisch Theorien, die lange überholt sind, dass die Leute, die drin sitzen, über die auf sie folgen oder neben sie treten, entscheiden dürfen. Und das ist ein grundlegendes Problem. Deswegen hatte ich irgendwann mal vorgeschlagen, Leute, die habilitiert sind oder sich irgendwie anderweitig qualifiziert haben, 20% werden in Form der Imitation der zufälligen Mutation in bestimmte Fakultäten reingewählt, übers Würfelspiel. Die Griechen haben ja so auch oberste Staatsämter bestellt. Das heißt also, man würde heterodoxe Ideen zwangsweise den Leuten vor die Nase setzen. Das ist genau ähnlich wie mit der Frauenquote fast. Okay, gut. Das war nur ein Vorschlag. Bitte. Ja, also ich möchte zunächst erstmal sagen, dass mir diese ganze Veranstaltung hier heute sehr aus der Seele spricht und ich finde die Diskussion richtig spannend. Und man sagt ja so schön, Geld regiert die Welt, und man muss sich dann natürlich die Frage stellen, wer regiert denn das Geld? Und letztendlich ist das ja das, was die Monetative fordert, ist endlich wieder das Geld zu regieren. Das heißt, es in die demokratische Verantwortung zu bringen. Und
Das löst aus meiner Sicht ganz, ganz viele von den aufgeworfenen Fragen und Problemen aus ökologischer und sozialer Sicht auch auf einer sehr fundamentalen Ebene. Ganz einfach, wenn man dann sagt, okay, wir, das Volk, hat wieder letztendlich die Kontrolle über das Geld innerhalb einer Zentralbank, die dann unabhängig agiert. Und es wurde eben auch gesagt, naja, es bewegt sich nicht so viel und auf den verschiedenen Ebenen. Allein die Veranstaltung hier heute zeigt mir, dass sich verdammt viel bewegt. Und immer wenn man die Nachrichten anmacht, egal auf welchem Sender, es ist das Thema. Das heißt, es ist in aller Munde. Und alle wissen, dass die Gesellschaft krankt, dass es ein Riesenproblem ist und dass wir sehen müssen, dass wir das gelöst bekommen als Gesamtorganismus, Gesellschaft. Und wir sind eigentlich letztendlich alle Zellen dieser Gesellschaft, dieses Gesellschaftskörpers und sagen, okay, die Gesellschaft ist krank, kränkelt, die Wirtschaft kränkelt. Wir müssen sehen, dass wir da was Neues hinbekommen. Und eben wurde dann politische Initiative angesprochen und was man alles machen kann. In mir ist der Wunsch gereift, ich möchte anregen, hier eine Partei zu gründen, die genau dieses Ziel verfolgt, die Geldschöpfung in die öffentliche Hand zu bringen. Weil vor 30, 40 Jahren wurden die Dinge ökologisch betrachtet. Da haben alle über die Grünen gelacht. Mittlerweile ist es Konsens, dass... aber letztendlich eine Partei, die nur letztendlich dieses eine Thema hat und um letztendlich die politische Diskussion darüber auch noch vorzutragen, wenn es denn gesellschaftlicher Konsens ist, kann sich dann auch die Partei gerne auflösen. Gibt es denn eine Partei? Oder Sie reden ja auch nicht von Parteien, aber ich diese Ideen vertritt? Nein, ich würde dem auch widersprechen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht gibt es Parteien, die sollen sich melden. Aber ich würde der Strategie widersprechen, weil ja das Hauptanliegen, damit im Hauptanliegen ein Bärendienst erwiesen wird. Wenn nämlich eine Partei mit einem inhaltlichen Vorschlag, sei es die Monetative, das Vollgeld, Geld als öffentliches Gut oder andere, die vielleicht allesamt zu 90% mehrheitsfähig sind in der Bevölkerung, liefert man dann diesen inhaltlich sehr sinnvollen Vorschlag dem Hickhack und dem Torpedo, dem Sperrfeuer der anderen Gerne. Parteien? Und, ja, aber ich glaube, es wäre sinnvoller zu sagen, wo es kein Gegenargument gibt, wir wollen endlich die Geldordnung demokratisch definieren. Und da könnt ihr, die ihr andere Vorschläge habt, als wir mit unserem Vollgeld oder andere Vorschläge, als wir mit unserem Geld ist ein öffentliches Gut, auch einbringen. Und die demokratische Diskussion wird dann den besten Vorschlag zum Ergebnis haben. Da kann man sozusagen inhaltlich nicht dagegen argumentieren. Da könnte man nur noch dagegen argumentieren, wenn man sagt, ich bin gegen Demokratie. Und das ist strategisch aus meiner Sicht deshalb besser, dass wir den Prozess einfordern und nicht von vornherein einen bestimmten Inhalt. Darf ich mal in die Runde kurz die Frage stellen, ist einer von Ihnen Mitglied der Monetative? Sie. Haben Sie, welche Erfahrungen machen Sie denn, wenn Sie mit der Monetative oder mit den Anliegen der Monetative zu Politikern kommen? Wir haben von Herrn Professor Huber gehört, viele verstehen das gar nicht, was er will oder so. Welche Erfahrungen machen Sie da? Ja, da ist bei Politikern nicht viel anders teilweise. Die wissen nur, dass sie dagegen sind, ja. Können aber nicht richtig begründen, warum. Ist ja irgendwo ein bisschen unlogisch, weil es ja eine Wiederermächtigung der Politik gegenüber der Finanzsphäre wäre. Insofern ist das ja eine Merkwürdigkeit. Und meistens wird gesagt, das stimmt ja, das ist ja alles schön und gut, ja, alle Vorschläge, die man so macht. Nur mit dieser Monetative und dem Vollgeld, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und das war's dann. Dann gehen Sie in die Schublade. Wir brauchen noch 5 Jahre. Ja. Ja. 5 Jahre, sagen Sie. Nein, die Politiker. Ja, okay. Wir müssen noch nachdenken. Aber die Sache ist ja die, man hat die Finanzkrise durchfinanziert. Jetzt laufen wir auf 100% Staatsverschuldung zu. Und meine Hoffnung ist, dass beim nächsten Mal dann sich herumspricht, hoppla, dass das nicht, dass jetzt sozusagen der Sack voll ist. Und dann wird man sich fragen, na schön, was können wir jetzt mal grundsätzlich machen? Das heißt vielleicht doch, und jetzt komme ich doch auf die Dame von vorhin zurück, wegen der Bewusstseinsbildung im Volk, vielleicht muss es doch mal richtig krachen, damit die Leute merken, uns dann stark an das erinnern werden, was jetzt in Griechenland da ist. Und ich gehe auch so weit zu sagen, insoweit das kein Krieg und kein Meteoriteneinschlag oder Tsunami ist, sehe ich darin eine Chance. Das ist ein Window of Opportunity. Und ganz im Sinne von Josef Huber, der heute sagte, als Antwort auf die Frage, was können wir tun, mobilisieren. Wir haben keine andere Wahl, weil wir können uns wirklich im Moment nicht darauf verlassen, dass Medien und Politik das wirklich aufgreifen. Aber etwas anderes ist natürlich auch schon wichtig. Es gibt, also ich betone nochmal, der Vollgeldansatz, so sehr ich ihn unterstütze,
unterstütze, deswegen sitze ich hier, ist nicht alles. Wir brauchen auch andere Banken, wir brauchen auch andere Regulative. Also wir beide sind ja hier auch bei Attac ein bisschen aktiv. Die Tobin-Tax möchte ich auch nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, wie schwer es auch jetzt schon ist, also auch über, sage ich mal, demokratische Willensbildung eine Veränderung des Geldsystems oder gar der Verfassung, der Geldverfassung herbeizuführen. Wir haben von Attac diese Aktion Krötenwanderung angeregt, um wenigstens einfach aufzurufen dazu, wenigstens die, ich sag mal so, die dicken Heuschrecken, diejenigen, die wirklich vielleicht ein Machtpotenzial entwickelt haben, das einem nicht mehr geheuer ist, ich stimme ja teilweise dem Christian Felber zu, die zu verlassen, wenigstens Genossenschaftsbanken, ich glaube auch da haben wir einen Konsens, ja, Genossenschaftsbanken zu bevorzugen, ja. Die Leute tun es nicht. Das heißt, wir sind ganz am Anfang. Die Angst vor Wohlstandsverlust ist so immens. Auch die Politiker haben vor nichts mehr Angst als davor, den Menschen unbequeme Wahrheiten oder Wohlstandsrisiken aufzubürden. Und da haben wir, und das ist das Brett, das wir wirklich bohren müssen. Aber letzter Satz noch: Regionalwährung und andere Banken. Deswegen unterstütze ich auch das Projekt von Christian Felber. Würde mir wünschen, dass das hier auch läuft. Also das sind erste Schritte, mit denen wir auch im Sinne einer Sensorik schon mal rausfinden, wer noch mitmacht, wer sowas unterstützt. Ja? Also wir stehen nicht ganz ohne Mittel da. Die Leute tun es dann, zum Beispiel das Geld zur Genossenschaftsbank bringen, wenn sie Angst ums eigene Geld haben. Das ist ja in der Krise passiert, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Genau. Nicht nur. Die haben ja einen Zufluss an Einlagen bekommen, weil man gesagt hat, naja, da ist es einigermaßen. Also nicht nur, also die Banken, die wir in Deutschland haben, die also in gewisser Weise sich auch orientieren an ökologischen und sozialen Kriterien, werden keineswegs nur frequentiert von jenen, die Angst um ihr Geld in der Krise haben, sondern auch von denen, die ganz in unserem Sinne sagen, ich bin nicht nur als Konsument oder Wähler, ich bin auch als jemand, der mit Geld umgeht, verantwortlich für die Zukunft. Und das ist der Lackmustest. Auch davon würde praktisch ein dichteres Netzwerk von genossenschaftlich organisierten Banken profitieren können. Nicht im Sinne von Profit, sondern im Sinne von Existenz. Wie groß würden Sie den Anteil dieser Leute denn beziffern? Ja, er ist einfach zu gering, weil wir haben doch die Wahl. Ich erzähle ja gerade, es ist peinlich, dass wir es nicht hingekriegt haben, diese Krötenwanderung wirklich auch vonstatten gehen zu lassen. Mal unter uns, wenn wir mal die drei größten Banken Deutschlands nehmen, ich nenne die jetzt nicht beim Namen, sonst habe ich morgen ein Problem in der U-Bahn zum Beispiel. Wer sind die Menschen, die da noch ihr Geld hintragen, verdammt nochmal, nach dem, was wir jetzt alles erlebt haben in Europa? Also damit will ich nur sagen, Demokratisierung ist wichtig, stehe dahinter. Aber das wird nicht reichen. Es muss mehr passieren. Wir brauchen viel mehr Aufklärung, auch solche wunderbaren Veranstaltungen und auch gute Vorträge und so weiter. Auch an den Schulen müssen wir was tun. Ich hoffe ganz stark, dass Pädagogen dazu übergehen. Darf ich noch mal eine Zahl noch, das zu unterstützen? Also seit 2008 hat die GLS Bank im Monat, das weiß ich zufällig genau, also durchschnittlich 2000 Neukunden, die von anderen Banken weggehen, um da ihr Geld zu lassen. Und diese Krötenwanderung ist ein sehr effektives Mittel in unserer Gesellschaft, sicherlich, um den Banken das bisschen Nachdenken zu lehren. Und ich war vor kurzem bei einer Stellvertreterversammlung unserer Volksbank Raiffeisenbank auf dem Lande und habe also miterlebt, wie da diese Volksbank Raiffeisenbank, die kriegen jetzt richtig Oberwasser, ne? Die sagen, ja, wir sind eigentlich die Guten, überall findet man, wir in der Region, wir sorgen für euch und sowas. Und um diesen regionalen Touch jetzt noch ein bisschen zu erhöhen, versuche ich jetzt in dem Bereich auch da eine Regionalwährung einzuführen, nachdem der Bürgermeister zu mir kam und sagte, Frau Kennedy, hier in unserer Region, da brauchen wir jetzt mal ein Alleinstellungsmerkmal. Wie wäre es denn, wenn wir eine Regionalwährung einführen würden? Okay. Und so, also ich denke mal, es hat sich was geändert und wir sollten tatsächlich die Gunst der Stunde nutzen und jeder für sich sozusagen sich genügend Wissen haben, dass wir uns darüber unterhalten können, dass wir unsere Freunde und Bekannte informieren können, dass es Möglichkeiten gibt. Das finde ich das Allerwichtigste an der ganzen Sache, dass wir nicht hilflos sind, dass dieses Geldsystem nicht von Gott geschaffen ist, sondern wir haben es geschaffen und wir können es ändern und nur wir. Und deswegen brauchen wir tatsächlich, wir brauchen Menschen, die das verstehen und die dafür auf die Straße gehen. Ich glaube, es hilft uns alles nichts. Diese Occupy-Bewegung war ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Und Herr Beugert hat ja in Frankfurt auch mit ordentlich geholfen. Absolut.
Und ich auch. Und da sitzt, da ist noch ein wunderbarer Mensch, der für die Kriminalpolizei in Frankfurt die Wirtschaftsfragen bearbeitet. Es finden sich immer mehr und es ist wirklich eine wachsende Bewegung und ich bin überhaupt nicht hoffnungslos. Wenn wir schon dabei sind und Sie ein anderes Thema haben und Sie wollten dazu was sagen. Ich habe aber kein anderes Thema. Okay, auch dann. Aber Sie wollten noch ganz kurz zur Genossenschaftsbank. Ich cancel es damit hinterher. Okay, gut. Ich glaube nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem haben. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir haben ein Machtproblem. Das ist das Thema. Gut. Und die Frage dazu wäre, ganz, ganz konkret jetzt, man könnte ja sofort ein Volksbegehren in Deutschland starten zur Regulierung der Finanzmärkte. Ja, man sagt natürlich, es ist alles international, aber wenn Deutschland einen Schritt vorangeht, folgt die EU, wenn die EU vorangeht, dann passiert auch international was. Man könnte ein Vollgeld-Volksbegehren machen, vielleicht auf europäischer Ebene. Man könnte die Ergebnisse eines demokratischen Konvents, weil wenn die dann mal diskutiert sind, diese ganzen Ergebnisse, wie werden sie umgesetzt? Ja? Also was ist sozusagen der nächste oder ein erster, real notwendiger erster Schritt? Stichwort Volksentscheid auf Bundesebene, Christian. Okay, kleine Ausnahme, weil er ist der. Wir sprechen ja jetzt von der Kreditschöpfung, die eben, wie wir eigentlich übereinstimmen, jetzt sicherlich mittlerweile ein Gemeinwohlprivileg ist und daher produktiv, also diese Verpflichtung hat, produktiv und positiv zu wirken. Das verbietet ja überhaupt keinen Kredit. Okay. Es gibt ja weiterhin Kreditnahme, Kreditvergabe und so weiter, aber nicht eben gekoppelt zur Schöpfung des Geldes. Ja. Und das ist der Unterschied. Ein Satz zur Frage, selbstverständlich darf man ein Haus auf Kredit kaufen, aber man darf kein Immobilienderivat auf Kredit kaufen. Das ist der Unterschied. Warum nicht? Um mich gegen den Wertverfall abzuhedgen? Warum nicht? Also darüber können wir demokratisch diskutieren. Und das soll dann in diesem Geldkonvent diskutiert werden und da können sich das entweder... Also der Punkt ist, wenn ich zum Beispiel ein Haus gekauft habe oder so und ich will mich gegen das Risiko eines Wertverlustes absichern, ja? Dann kaufe ich ein Derivat drauf und irgendein anderer nimmt eine Gegenwette. Ist das legitim, ist nicht legitim? Wenn Sie ein Haus gekauft haben, dann besitzen Sie das Haus und dann brauchen Sie sich nicht gegen den Wertverlust Ihres Eigentums absichern. Warum nicht? Wenn ich es wieder verkaufen will, schon. Na, wenn Sie ein Spekulant sind, dann sollen Sie dieses Risiko tragen müssen und wenn Sie in dem Haus wohnen, dann haben Sie das Risiko nicht. Nein. Wieder ein Missverständnis. Nein, erzählen Sie das mal Leuten, die in Amerika in Wohngegenden gewohnt haben, wo dann viele Subprime-Sachen gewesen sind und die ihre Häuser jetzt nicht mal verschenken können. Es gibt doch viele, die sagen, wir müssen hier neue Märkte, neue Versicherungsmärkte einführen. Und das geht nicht ohne Derivat und Gegenhedger und gegen eine gewisse Spekulation. Ich bin ja auch dagegen, nur so einfach, wie das immer gesagt wird, dass ich das trennen ließe. Also... Aber also für diese fällt uns sicher eine Versicherungslösung ein, für diese Ausnahmefälle. Naja, auch mit der Ausnahme dann die Immobilienderivate legitimieren, das ist aus meiner Sicht keine sinnvolle systemische Lösung. Gut, das wird dann demokratisch dann noch diskutiert werden. Genau. Ja. Na gut, ich meine, es gibt natürlich nicht nur spezielle Einzelfälle, sondern ich meine, wir haben auch viele Bereiche, vielleicht betrifft das jetzt nicht notwendigerweise Deutschland, aber wenn wir über Nahrungssicherheit nachdenken, in manchen Fällen sind Warentermingeschäfte, die man natürlich auch nicht so einfach trennen kann von dem, was viele als Spekulation verunglimpfen, sind lebensnotwendig für bestimmte Regionen, weil sie sich gegen Missernten oder vielleicht absehbare andere Dinge vielleicht, was weiß ich, also na gut, das wäre dann Missernte, also Dürre oder Hochwasser vielleicht auch absichern können. Da muss man schon noch mal ganz genau hingucken. Aber woran ich mich natürlich gerade gestört habe, ist produktive und unproduktive Kredite zu unterscheiden und zu sagen, produktiv ist, was das Bruttoinlandsprodukt erhöht. Na gut, ich meine, das wird ja wohl auch von mir erwartet, hier meines Amtes zu walten als Wachstumskritiker. Also ein Maß, das für mich sozusagen Schaden ausdrückt, ja, weil es fließt nichts ein, das Bruttoinlandsprodukt, was nicht Resultat von industrielle Arbeitsteilung ist, und das kriegt man nie. Das Wort Entropie ist heute schon gefallen zum ökologischen Nulltarif. Da würde ich noch mal drüber nachdenken wollen, okay. Gut, Herr Werner, jetzt noch mal unbedingt, bitte, wenn Sie einverstanden sind. Ganz kurz, weil es jetzt... Ja, nur ganz kurz. Ganz kurz, was ich gesagt habe, war, dass wir die nicht produktive Kreditschöpfung mit dieser Regel unterbinden, also die in Finanzmärkten stattfindet. Wir haben natürlich immer noch die nicht produktive Kreditschöpfung im Konsumbereich,
aber wir haben diese Finanzspekulation, die haben wir damit ausgeschaltet, die also die Kreditschöpfung verwendet. Meiner Ansicht nach brauchen wir dann im Gegenzug nicht die Hedgefonds weiter zu regulieren. Die dürfen weiter spekulieren, die dürfen machen, was sie wollen. Nur dürfen sie nicht Zugang erhalten zu dem öffentlichen Privileg der Geldschöpfung. Und das kann man sehr leicht durchführen. Und die werden dann verwelken, denn die brauchen den Bankkredit für ihre Returns. Das ist nämlich das Geheimnis der Hedgefonds und Private Equity Fonds. Ein Punkt noch, weil das die Diskussion, Helge, mit den Derivaten. Interessant nämlich, auch Sie haben auch gerade Versicherung erwähnt, das Problem war ja mit dieser Kreditderivatpyramide, das sind ja Hunderte von, auf Englisch Trillion, was ist das auf Deutsch? Billionen. 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 Also unvorstellbare Summen, die Vertragssummen. Das konnte überhaupt nur entstehen, weil die Lobbyisten dieser Leute, das hat ja JP Morgan erfunden, also ist ja relativ neu gewesen, ist ja nicht sehr alt, 10 Jahre oder so, die haben das damals geschafft, das wurde in London alles gemacht und da gibt es ja sehr gute Versicherungsgesetzgebung, 1700 so und so viel, Insurance Act, und die haben gelobbyt, dass das eben nicht als Versicherung klassifiziert wird, obwohl es das sowohl ökonomisch als auch im Prinzip rechtlich war. Wenn es nämlich eine Versicherung gewesen wäre, dann wäre das alles unmöglich, denn dann hättest nur du, Helge, du hättest das dürfen, weil du hast ja das Haus, du darfst dann das Derivat dir holen, aber kein anderer darf jetzt die Wette annehmen, dass er auf dein Haus wettet oder auf das Haus in dem anderen Markt und so weiter. Und das war eigentlich das große Problem. Das heißt, wenn es nur Versicherung gewesen wäre, dann wäre das kein Problem gewesen. Eine Frage noch, weil Sie gerade da sind. Mein Name ist Gerd Hofilen und ich bin hier in Berlin tätig im Energiefeld Gemeinwohlökonomie. Das heißt also, uns gibt es hier mit ein paar Aktivisten und wir sind gerade dabei, den Mainstream der Firmen davon zu überzeugen, dass die Gemeinwohlökonomie auch für eine ganz normale Firma eine realistische Orientierung darstellt. Das nur mal vorausgeschickt. Aber was ich jetzt nochmal ansprechen möchte mit meiner Frage, ist eigentlich nochmal mehr eine tiefe Skepsis gegenüber dem Fortschrittsglauben, wie weit es vorwärts gehen würde und ob wir nicht auch in einer Bubble leben und ob das nicht auch gefährlich ist. Sie haben vorhin gesagt, 95% der Bevölkerung interessiert es überhaupt nicht, was wir reden hier. Und das möchte ich noch mal ein bisschen anbohren. Nico Pech hat es meines Erachtens am besten im Gefühl oder auch im Wort. Und Christian, wenn du sagst, da brauchst du einen Wirtschaftskonvent und einen demokratischen Prozess, wir müssen den Prozess einfordern, dann ist meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium. Was ist euer Verständnis von diesem Veränderungsprozess? Wie gelingt der? Nach meiner Auffassung ist besagte 95% der Bürger in allen Klassen oder in allen Schichten sind zum großen Teil getrieben von den berühmten Animal Instincts. Und das ist auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite dieses Differenzierungsbedürfnis. Mein Haus ist größer als deins. Und für meine Begriffe haben wir als Veränderungsbewegung in unterschiedlichen Facetten zu wenig Verständnis für diese emotionale Befindlichkeit. Und das würde ich ganz gern nochmal euch vertiefen hören. Wie kriegt man diese Veränderung hin? Weil wir können nicht immer glauben, dass der Mensch ein vernunftgesteuertes Wesen ist. Das ist er nicht. Ich habe das schon mal angesprochen, muss es vielleicht nochmal sagen. Das wissen wir auch aus der Psychologie, und zwar aus der Angstforschung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was man zu verlieren hat, und der Angst davor, etwas zu verlieren. Je höher man flieht, desto tiefer ist der Fall. Das heißt also, die Hemmung dieser Gesellschaft, nicht nur Geldreformen kritisch gegenüberzustehen, zumindest die zwar verbal zu bejahen, aber dann doch, wenn es drauf ankommt, irgendwie den Schwanz einzuziehen. Dasselbe Phänomen haben wir in der nachhaltigen Entwicklung, hat eben doch damit zu tun, dass so viel auf dem Spiel steht. Was wir brauchen, sind Blueprints, sind Schablonen für neue Lebensstile. Lebensstile, die im Prinzip die Angst dadurch mindern, dass sie resilient sind, dass sie nicht mehr nur vom Geld abhängen. Vor allem auch die Eigenschaft haben, dass die Symbolik des Daseins, die Art, wie ich mich in der Sozialstruktur auszudrücken pflege, in der ich mich bewege, nicht mehr nur davon abhängt, Geld zu haben. Wir sind so abhängig vom Geld wie der Junkie vom Heroin. Und kein Junkie, der kann noch so vernünftig sein, geht das Risiko ein, seinen Dealer zu verraten oder ihn in einem Konvent abzuwählen. Das ist das große Problem. Das heißt, wenn wir nicht anfangen zu begreifen,
dass also nicht nur nachhaltige Entwicklung, sondern überhaupt eine Reform moderner Gesellschaften hin zu mehr Stabilität ein Übungsprogramm ist, das also wirklich anfangen muss in diesen Rettungsinseln. Dazu zählen zum Beispiel auch die Regionalwährung, dazu zählen die Transition Towns, dazu zählt das Urban Gardening, dazu zählt, ich war gestern auf einer Tagung in Tutzing, Do-it-yourself-Kulturen, urbane Subsistenz. Wenn wir nicht begreifen, dass das der erste Schritt ist, dann werden wir diese Beißhemmung auch nicht verlieren. Also ich meine damit auch eine gewisse Art von Angst. Das heißt, wir müssen ein Wohlstandsmodell kreieren, das darauf beruht, dass sich unser Wohlergehen bescheidener darstellen lässt und dass es nicht mehr nur vom Geld abhängt, sondern dass wir etwa in einer 20-Stunden-Woche immer noch Teil einer modernen, auch geldgesteuerten Wirtschaft sind. Mit all dann den Ingredienzien, die wir hier gerade diskutieren, da haben wir gar nicht so viel Dispute. Und zur anderen Hälfte muss es eine geldlose Form des Daseins sein, sodass wir wieder sozusagen in Netzwerken Leistungen tauschen, dass wir Güter pflegen, dass wir Güter gemeinschaftlich tauschen und so weiter und so fort. Das nimmt uns die Angst, weil nämlich diese zweite Hälfte unseres Daseins, die ist unabhängig vom Finanzmarkt, auch von der Politik und von vielen anderen Verwerfungen, auch von den Machtzentren, die gerade angesprochen wurden. Dann wird es einfacher. Okay. Sehr gut. Sie wurden ja alle im Podium gefragt eben. Ich darf nur Sie, Herr Peukert und Herr selber bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Ja, das fällt immer schwer. Ja. Also dieser Skeptizismus, den der Diskussionsredner hier erwähnt hat, den erfinde ich auch. Und zwar, ich würde sagen, wir sind nicht die 99%, sondern wir sind die 1% oder weniger, die sich dafür interessieren. Und es ist ein Riesenproblem, dass wir in einer Konsumdemokratie leben, wo sich die meisten Menschen im Grunde nicht für Demokratie wirklich interessieren. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich auch an der Universität sehe. Ja? Auch unter Studenten, die wollen da ihr Studium fertig machen, ansonsten haben sie diese und jene Interessen. Aber auf keinen Fall sich da groß über das Geld Gedanken zu machen oder ökologisch irgendwelche Zukunftsentwürfe da auszuhacken. Ja? Und Plato hat ja schon gesagt, Demokratie ist eine sehr ungünstige Form, wenn es um normative Leitlinien geht. Da realisiert jeder so sein Pläsierchen. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Und wir haben ja praktisch einen kulturell definierten Freiheits- und Individualismusbegriff, den wir hochhalten, ja, als großartiges Menschenrecht, der uns hier aber massiv im Wege steht. Das ist eben so. Und wenn ich da nicht im Pessimismus versinken will, dann stelle ich mir immer vor, dass eventuell wir heute in der Situation sind, wo die DDR, also Honecker und die Margot und alle so 1988 gewesen sind, ja, und wo die Menschen Fähnchen schwenken oder mit Konsumlollipops halt heute davor rummarschiert sind. Der Honecker hat gesagt, na Freunde und so weiter, ja, die haben gesagt, ja, geht schon in Ordnung. Und kurz danach ist die Geschichte dann halt zusammengebrochen. Das beruhigt mich dann so etwas, weil man eben Umbrüche kann man nie vorhersehen und vielleicht ist unsere Politequipe hier nicht sehr weit entfernt, vielleicht sind sie in der gleichen Lage, wir wissen es nur alle noch nicht. Wir werden es sehen. Mein Name ist Hans Scharpf, ich bin also tatsächlich Wirtschaftsanwalt, nicht nur, wie auch immer, als plakative, wie soll ich sagen, interessante Präsentation, sondern ich beschäftige mich also mit Immobiliengeschäften anwaltlich schon seit 20 Jahren. Von, ich sage jetzt mal so, einfachen Hausverkaufen bis zu ganzen Konglomeraten von Grundstücken, also bis in den Multimillionenbereich hinein. Ja, jetzt, okay. Und mich hat irgendwann mal interessiert, warum das so läuft, wie es sein kann, dass da also riesige Summen an Finanzierungen draufgeschmissen werden, riesige Verluste gemacht werden und irgendwelche Leute da abgreifen, hinten und vorne mit Kickbacks, mit Provisionen, mit Beratungsverträgen honoriert, in irgendwelchen absurden Größenordnungen und. Und das wird alles finanziert. Es führt zu Wertberichtigungsbedarfen bis in irgendwelche Milliardengrößenordnungen hinein. Habe mir das also auch in Ermittlungsverfahren angeschaut. Will das jetzt also nicht weiter ausführen. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe, so intensiv und so tief, dass ich heute hier stehe. Was heißt? Und ich glaube, ich habe ein bisschen was verstanden. Das drücke ich dann sogar noch lyrisch aus, werde ich Ihnen noch gleich was vorlesen, über die Geldschöpfung. Aber zwischendrin gebe ich Ihnen noch eine Story, sozusagen als ja, weißes Blutkörperchen.
Ja, um bei dem Bild zu bleiben. Also ich habe jetzt angefangen und meinen Kreditgebern, Banken, auch meiner Hausbank zu sagen, ihr kriegt jetzt kein Geld mehr von mir, so lange nicht, bis ihr mir nachgewiesen habt, dass ihr mir tatsächlich Geld verliehen habt. Und so lange nicht, bis ihr mir gezeigt habt, dass ihr wirklich diese Refinanzierungskosten gehabt habt oder habt, die ihr angeblich hier mir erzählt habt. Ja. Und, das habe ich natürlich ausgeführt, also da ist vieles von dem eingeflossen, was wir heute gehört haben. Ich habe hingewiesen auch auf bestimmte Artikel in seriösen Zeitschriften, also beispielsweise FAZ oder Guardian, für diejenigen, die auch noch ein bisschen was Englisches hören wollen dazu. Habe auf einen wissenschaftlichen Aufsatz verwiesen, ich glaube, das war vom Professor Senf, der hat sich da mal ganz ordentlich damit auseinandergesetzt mit dem Thema. Und dann habe ich ein Schreiben zurückbekommen, da ist also quasi gar nicht drauf eingegangen. Da hat man mir den Jahresabschluss von 2011 vorgelegt und hat gemeint, da steckt das drin. Nun bin ich es gewohnt, Bilanzen zu lesen. Und ich will es nicht weiter ausführen. Also es war unter aller Würde, was da gekommen ist, sehr leicht auseinanderzunehmen. Und darauf habe ich dann auch entsprechend reagiert. Habe dann nochmal ein nettes Schreiben geschickt. Da habe ich Ihnen mal erklärt, wie Sie Geldschöpfung betreiben, in allen Einzelheiten. Und das hat dann zu der Reaktion geführt, das sei ja abwegig, was ich da ausführen würde. Man kündige jetzt meine Kontoverbindung und ich darf mich also auf demnächst Vollstreckungsmaßnahmen einstellen. Ja. Ich habe also nicht mit irgendwas anderem gerechnet. Also ich will jetzt auch nicht im Einzelnen erzählen, wie ich mich da jetzt sozusagen ein bisschen abgesichert habe. Jedenfalls traue ich mir zu, da also mal eine Zeit lang diese Auseinandersetzung zu führen. Ich habe die dann gebeten, und zwar an den Vorstand gerichtet, Sie mögen doch bitte in einen Dialog mit mir eintreten. Das hat nicht funktioniert. Wie gesagt, es hat eine quasi fristlose Kündigung gegeben. Und jetzt habe ich Ihnen dann noch mal ein bisschen was darüber erzählt, dass das alles, was Sie da machen, illegal ist. Das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Also es gibt so noch einiges dazu zu sagen aus rechtlicher Sicht. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Außerdem habe ich Ihnen noch ein nettes Buch mitgegeben. Das nennt sich Der größte Raubzug der Geschichte. Da steht ein bisschen einfacher formuliert drin, was die so treiben. Habe Ihnen auch noch die Seiten gesagt, sonst müssen Sie lesen. Und möchte das dann halt natürlich öffentlich machen. Das heißt, die Korrespondenz, die weitere Auseinandersetzung. Erhoffe mir, dass da viele Leute mitarbeiten, also insbesondere auch von der wissenschaftlichen Seite, weil es geht ja hier um eine Klärung der Faktenlage. Und das ganze Spiel spiele ich also nicht nur mit einer Bank, sondern das spiele ich mit drei Banken und dann kommt noch eine dazu. Das ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank und dann haben wir sie alle zusammen. Gut. Also. Und dann erhoffe ich mir, dass da sich, wie auch immer, Leute ein Beispiel nehmen daran. Sie müssen ja nicht gleich alles verweigern. Ja. Sie können ja auch hergehen und können das Geld dann auf ein Treuhandkonto zunächst mal zahlen, ja, und dann bestimmen, das kommt zum Beispiel bitteschön direkt in die Kasse der Bundesbank oder irgendeines Haushaltes, bei uns in Frankfurt beispielsweise. Ja, die kassieren ja die Seniorage ab. Dürfen sie ja nicht. Also, muss ich doch nicht machen. Ja? Muss ich Ihnen doch nicht die Tilgungszahlung direkt aufs Konto geben. Sie wollen das jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als Buch veröffentlichen? Also ich stelle mir vor, dass das, dass das auf die Webpage kommt. Also ich bin bei Occupy Money aktiv, ja, und hauptsächlich jedenfalls. Und da wird es jetzt demnächst eine neue Webpage geben. Und da wird diese Aktion, so hoffe ich, so präsentiert, dass man da mitmachen kann, dass Öffentlichkeit entsteht und dass dann dieser Dialog entsteht, von dem hier gesprochen wird, der aber nur einseitig bis jetzt geblieben ist. Weil von der anderen Seite kommt nichts. Da kommt erst etwas, wenn, ich nenne das, der Geldhahn zugedreht wird. Das kann man also noch bei anderen Dingen tun. Ich bin selbst Franzose, also ich bringe jetzt einen Tupfer Frankreich hier nach Berlin. Und ich bringe auch mal mit, danke. Ich bringe auch mal den französischen Nobelpreis, der Wissen, den einzigen französischen Maurice Allais mit. Ich habe da drei Bücher bei und ich wollte mal fragen, eben, warum? Ich höre nie, selten in Frankreich, aber in Deutschland nie über Maurice Allais. Das stimmt nicht, nie gibt es nicht. Nie gibt es nicht. Es gibt die Zeitschrift für Sozialökonomie, ja, die und da hat wird, ihn ja, zitiert. Ja, ich arbeite auch dran, ja.
ja, ja. Also es gibt schon deshalb, Ausnahmen. Deshalb bin ich auch jetzt hier gekommen. Also ich meine, ein Großteil der Reformen, die hier von der Monetative im speziellen Fall, aber auch weit darüber hinaus, wurden von Maurice Allais publiziert in verschiedene Bücher. Das eine, da vielleicht auch mal kurz zeigen, das war das erste, das oberste, L'impôt sur le capital und La réforme monétaire. La réforme monétaire heißt nichts anderes als die Geldreform. Und genau diese Thematik der Geldschöpfung der Geschäftsbanken wird hier thematisiert. Und Schlusswort zunächst die Dame ganz kurz, aber bitte wirklich nur ganz kurz. Ja, ich finde einfach, dass jeder da anfangen sollte, wo sein Herz hingehört. Ob das eine Regionalwährung ist, ob das eine Stundenwährung ist, eine Zeitvorsorgesystem oder in die Krötenwanderung sein Geld zu einer Bank zu bringen, wo man das Gefühl hat, die investiert eben nicht in Atomkraftwerke und Militärgeschichten. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, tätig zu werden. Auch eben haben wir wieder gehört, da ist eine Initiative am Werden. Machen wir doch einfach das, wo wir merken, da gehört mein Herz hin. Und dann, finde ich, ist es auf dem richtigen Weg. Danke. Zwei ganz kurze Schlussbemerkungen. Schlussbemerkung 1. Mehr Demokratie hat auch einfach gesagt, wir machen es jetzt. Und dann sind 37.000 mitgegangen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, dass die Bevölkerung eine dritte Rettungsalternative zum Euro vorschlagen könnte. Das wäre schon mehr Demokratie, auch noch nicht vollständige Demokratie. Den Konvent kann man einfach beginnen. Und wenn man glaubt, dass die Bevölkerung hier keine Lust drauf hat, wenn man die Ostdeutschen 1988 gefragt hätte, habt ihr Lust, den eisernen Vorhang abzunehmen? Ja, 1989 sind so viele Menschen, wir sind das Volk, unter dem Motto, wir sind das Volk, auf die Straße gegangen, dass es ausreichend war. Und meine große Vision ist, dass sich in Westdeutschland das Gleiche wiederholt. Gut, die Vision. Ja, nochmal zurück zum Thema Monetative. Das muss unterstützt werden, wir müssen mobilisieren und das müssen wir sternförmig oder dezentral machen. Bin auch ganz stolz, dass ich den Josef Huber habe gewinnen können für einen Vortrag in Oldenburg in unserer Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie. Aber darüber hinaus, nochmal, nicht vergessen, dass Geld nicht stinkt, ist ja offenbar nicht richtig, sonst würden wir hier nicht sitzen und die Pathologien unseres Geldsystems reflektieren. Auch wenn man glaubt, Geld durch eine noch so gelungene Reform vom Gestank befreit zu haben, bleibt etwas übrig. Geld ist das Schmiermittel einer Industriegesellschaft, die ökologisch über ihre Verhältnisse lebt. Das bedeutet, auch nach allen Geldreformen, die wir uns hier heute vorgestellt haben, oder Teilreformen, bleibt der Imperativ danach, dafür zu sorgen, ganz vom Geld wegzukommen. Niemals so, dass wir vollständig ohne Geld leben, aber dass wir Versorgungssysteme haben, die nicht mehr geldabhängig sind. Wir müssen aufpassen, dass wir Geldreformen nicht unter zwei Vorbehalte stellen. Nämlich erstens, dass die Wirtschaft weiter wachsen soll und zweitens, dass wir uns so versorgen, wie wir das bislang gemacht haben. Wir sind aus der Atomenergie zumindest erstmal verbal auch im Sinne eines demokratischen Aktes ausgestiegen. Warum? Warum reparieren wir nicht die Atomenergie durch eine Atomenergiereform? Ganz einfach, weil wir verstanden haben, dass dieser Komplex nicht zu beherrschen ist. Und der Geldkomplex, so groß wie er jetzt geworden ist, ist auch nicht zu beherrschen. Deswegen müssen wir ihn teilweise austrocknen lassen durch neue Praktiken. Ganz zwei Bemerkungen. Erstens, Maurice Allais würde wirklich eine Übersetzung mal verdienen, weil es da ja eine Sprachhürde zu geben scheint. Zweite Bemerkung, wegen Herzenssache, was mich im letzten Jahr am meisten beeindruckt hat, und auch weil der Herz da ist, ja, das sind die Jugendlichen gewesen, die im Winter in den Zelten mit idealistischen und keinen anderen Gründen Flagge geboten haben, den Hochhaustürmen und dann bei Blockupy 5000 Polizisten. Und deswegen würde ich sagen, was ich mir wünsche, sind nicht nur vernünftige Worte, zum Beispiel unsere, sondern auch direkte Aktionen, die unmittelbar Sand ins Getriebe streuen. Das fehlt ein bisschen und da können wir mal überlegen, wie wir das machen können. Also Geldschöpfung. Die Herren des Nichts in den Tempeln des Nichts betreiben Schöpfung mit Gläubigen des Nichts. Diese werden Schuldner von Geld, gezwungen zur Schöpfung von Wert, abzuliefern in den Tempeln des Nichts, damit das Nichts zu Geld wird.
und die Herren des Nichts zu Herrschern der Welt. Ja, ich wollte mich auch von Monetative e.V. nochmal bedanken, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind, auch für die sehr konstruktive Diskussion hier. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich hoffe, Sie nehmen Ideen mit von uns. Monetative, wenn Sie Interesse haben, es liegt auch in einer Interessentenliste aus, können Sie sich gerne eintragen. Ansonsten werden, wie ich schon gesagt habe, die Ergebnisse ja auch bei uns auf der Webseite nochmal zu sehen sein. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen. Yeah.